Sehr geehrte Damen und Herren, werte Cocktail-Podcasterinnen und Bildungstrinkerinnen, Hörerinnen. Wir freuen uns heute auf eine Sondersendung live von der Bühne des, ich muss gucken, Chaos Communication Congress, weil ich bin nicht ganz so drin in eurer Szene, habe ich festgestellt. Ich wurde hier eingeladen von diesen beiden Herren. Das ist einmal der Rob Krüger oder Robert Krüger. Robert tut's. Twitter-Händler habe ich gehört. Rob Krüger, ja, ist genau. Richtig. Ja. Das ist Matthew, heißt das bei Twitter. Eigentlich heißt er Matthias Bauer. Das. Oder der, Entschuldigung. Das, ich wollte nicht das sagen. Nein. Und nicht zu vergessen, Jörg Meyer. Genau, mein Name ist Jörg Meyer. Ich bin, es gibt so gewisse Ähnlichkeiten. Wir haben darüber nachgedacht, worüber wir reden. Hört man mich noch? Weil ich höre mich nicht mehr. Alles gut? Okay, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Worüber wir reden, ich bin, ihr sagt, ich bin ein Nerd. Bei mir geht es aber mehr um die Drinks. Ich bin ein Cocktail-Nerd vielleicht. Ich habe das zu meinem Beruf gemacht. Ich bin Bartender. Ich habe festgestellt, die beiden sind sogenannte Poly-Nerds. Das Wort haben wir heute neu kreiert, weil sie sind auf der einen Seite so in diesem Bereich IT. Und also ich hätte das seinerzeit Hacker genannt, als ich noch nicht genau wusste, was Hacker ist. Aber sie interessieren sich auch sehr für Cocktails. Er macht den Cocktail-Podcast mit drei weiteren Mitstreitern. Die alle leider heute nicht hier sein können. Die seltsamerweise nicht hier sind. Alleine genau. Vertreten. Aber sie sind bestimmt im Stream, wir können ja mal. Und Matthias hat sich hochgetrunken, sozusagen vom Gast in meiner Bar. Ist er jetzt, er nennt sich selber Trinker im Prag, wie nennst du den? In Ausbildung. Trinker in Ausbildung. Und wir zusammen machen einen. Ich behaupte von mir schon immer, dass ich Profitrinker sei. Du bist oben angekommen. Das ist ja, natürlich einfach. Das haben wir gestern auch im iTunes Store gesehen. Die sind deutlich weiter oben als wir. Das ist okay, da können wir mit leben. Also Robert ist oben angekommen. Wir sind noch im Aufbau, in der Aufbauphase. Aufbau trinken, genau. Also wie gesagt, ich habe erfahren, hier ist so die Hacker-Nerd-Szene. Meine persönliche, ich dachte ganz früher, da war ich so 11, warte mal. Nee, stimmt gar nicht, ich war jünger, ich war 8 oder so, das war irgendwie 83. Da habe ich einen C64 bekommen, genau. Und ich weiß nicht, ob jemand von Eaglesoft hier ist, das war früher so die, von denen haben wir immer die gecrackten Spiele geholt. Da war immer, da kam erst dieser Adler, wenn man so die Spiele kopiert hat, raubkopiert. Und dann haben wir unser Logo davor gesetzt, das war die Dinklager Cracking Crew. Dinklage ist so ein 8000 Seelendorf in Niedersachsen. Wir dachten dann, das wäre Hacken, ich habe dann gelernt, dass das kein Hacken war. Das war mein Einzige. Dann kam die Staatsanwaltschaft Oldenburg und hat unsere Postlagerkarten hochgenommen und danach war das vorbei mit dem Spiel raubkopieren. Das war mein Ausflug in die Szene, aber ich habe jetzt natürlich gelernt, dass es viel weiter und ganz toll ist. Und wir wollen heute so ein bisschen zum einen euch mitnehmen auf eine Reise in die Welt dieser Poly-Nerds, also in beide Szenen. Ihr kommt aus dem IT-Technik-Hacker-Bereich und wir reden über Drinks und Cocktails. Und ihr habt gesagt, da gibt es relativ viele zumindest Zusammenhänge. Das Nerdsein ist auf jeden Fall in beiden Bereichen sehr vertreten. Ja. Also wenn man jetzt hier das Hacker Christmas sozusagen nennt, dann gibt es das Gleiche ja auch in der Cocktail-Szene. Da heißt es dann immer so schön Bartenders Christmas und ist in eine jährlich in Berlin stattfindende Messe, Konvent, ja, Convention. Und die wird als Bartenders Christmas genannt und ist in der Szene so das, was der 31C3 für die Hacker ist. Würdest du mir da zustimmen, Matthias? Auf jeden Fall. Also wir reden vom BCB, Bar Convent Berlin, ist im fast Oktober, ne? Im Oktober, genau. Im Oktober in der Station Berlin und ist tatsächlich wie Weihnachten. Genau, ich habe jetzt auf Twitter vor dem 31C3 irgendwo gelesen, da hieß es, für uns ITler ist ja zweimal Weihnachten. Ja, ja. Und da dachte ich mir, nee, für mich ist dreimal Weihnachten gewesen, weil im Oktober ging es schon los. Was verbindet die beiden Ideen miteinander? Was basteln wir Cocktail-Nerds so? Hier wird Hardware geschraubt, hier gibt es lauter Leute, die löten können und Dinge bauen, die fliegen oder irgendwelche anderen Dinge tun. Ja, ich will ja nicht für andere sprechen, aber bei mir war es einfach so, dass das gleiche Interesse wie an Technik halt auch oder an Programmieren damals auch. Das sind irgendwelche Dinge, die im Zusammenspiel komplexer werden und die man kombinieren kann, die man einfach ausprobieren kann. Das war einfach interessant. Und dann gerade die Erfahrung in Lyon war nochmal eine andere, als dass man vielleicht so, keine Ahnung, was ich von früher gewohnt war, wo es irgendwie dann Kaipi für 3,50 einen Plastikbecher gibt. Ich meine, das dachte ich mal, sind Cocktails. Das die Meinung hat sich geändert. Jetzt weiß er, dass sie auch 15 Euro kosten können. Ja. Die Plastikbecher sehen viel besser aus. Aber es sind keine Plastikbecher. Diese wunderschönen Plastikbecher. Genau. Wir haben noch hier Plastikbecher. Ja, genau. Ich hoffe, es schmeckt. Also wir haben uns das einfach gemacht. Ist schon was angekommen. Ich sag mal Cheers. Sieht so aus. Das Wasserbildungsdrink. Vielleicht der gemeine Zuhörer und Seher nicht sehen kann, 50 Hände gehen gen Himmel. Das freut mich. Cheers. Zum Wohl. Ich greife jetzt hier auch mal rüber. Mhm. Wollen wir kurz den Leuten sagen, was sie da trinken?
Ja, ach so. Das ist, ich hoffe, es schmeckt so Daumen hoch, runter. Irgendwie schmeckt das gut. Sieht das gut sind aus. 400 Daumen hoch, wenn ich kurz überschlagen ein paar habe. Doppeldaumen. Das ist der Gin Basil Highball. Wir machen eine Bar, das ist das Le Lion in Hamburg. Und wir haben, oder ich habe vor 7 Jahren da einen Drink kreiert zum Sommer. Das war der Gin Basil Smash. Also es ist Gin mit viel Basilikum, Zitronensaft und etwas Zucker. Und dann haben wir eine zweite Bar eröffnet vor 2 Jahren, die Boilerman Bar. Und da machen wir nur Highballs. Das sind so Drinks, die relativ schnell zubereitet werden. Immer mit so einem Schuss kohlensäurehaltigen Filler. Und das haben wir heute für euch mitgebracht. Es gibt so 100, 150 haben wir, dann wird es irgendwann Ende sein. Dann kommen irgendwann kleine Gläser, muss ich euch vorwarnen. Die sind nur halb voll, das ist nicht, weil wir geil, also okay, wir sind auch ein bisschen geizig, weil immer mehr Leute werden. Das hat sich rumgesprochen, dass freier Alkohol ist. Irgendwie soziale Medien, ich weiß nicht, wie es macht, aber es wird plötzlich ziemlich voll. Und der zweite Drink, da kommt, ist ein Padovani. Das ist ganz viel 18 Jahre alter Whisky. Und da ist dann so ein bisschen Holunderblüte links und rechts dran gelegt als Likör. Und das auf Eis, so ein bisschen, ist sehr kräftig, sehr lecker, aber das führt dann auch dazu, dass vielleicht danach ein leichter Appetit vorhanden ist oder auch die letzte Session vielleicht Session sein lassen wird, ich weiß es nicht. Also viel Spaß mit den beiden Drinks, hoffe, sie gefallen und ihr genießt sie, ja. Sehr gern. Wichtig beim Mixen solcher Cocktails ist ja, dass, da kommt dann der Nerd auch dazu, dass das dann halt so extrem präzise da, also man hat dann so den japanischen Jigger, man hat dann so 2,7 cl von dem und 3,1 cl. Ihr habt das hier eben gesehen, wie präzise wir hier unsere Drinks gemacht haben. Insofern, da muss man dann auch mal 5 Grad. Ich glaube, ich weiß nicht, bei uns im Le Lion ist es so, ich weiß nicht warum, ich habe da mit Matthias schon mal geredet, ein sehr hoher Anteil meiner Stammgäste kommen aus dem IT-Bereich. Und wir haben überlegt, warum das so ist. Also er ist nur einer davon. Also, ich will jetzt nicht, also wir haben mehr als einen Stammgast, genau. zum Glück, also nichts gegen dich. Ich könnte die Bar nicht ganz alleine tragen. Das genau, viele Angestellte, das schaffst du nicht allein. Wir haben überlegt, warum das so ist. Ihr habt gesagt, die verdienen alle gut. Das ist die einfachste, plausibelste Erklärung. Finger hoch, wer gut verdient. Ja, Mut, das gefällt mir. Extra Trick für den Mann hier vorne im blauen Hemd. Sehr gut. Den Mut, den gehört die Welt. Ja. Nein, also das ist schon plausibel. IT-Verdienst ist relativ gut im Vergleich zu dem, was man auch an Aufwand reinsteckt. Also es ist keine große körperliche Arbeit meistens. Man kann sich die Zeit auch recht frei einteilen. Viele sind freiberuflich unterwegs. Das ist eine gute Kombination für... Für abstürzende Mikrofone. Für Klebe meinen Bart. Das ist eine gute Kombination für gute Cocktailbars. Ja. Wo das Leben abends stattfindet und nicht ganz so günstig ist. Also, ja. Das wäre eine Idee. Aber die andere Interesse ist daran, durchaus, glaube ich, so ein, ist halt auch genau, diese Frage, wie tickt so eine Bar? Also diese Getränke, man kommt da rein, ist hinter dir in deiner Bar, wenn ich da reinschaue, bei euch ist es relativ dezent. Ruhig, ja. Aber wenn man in manche Bars reingeht, da geht es also ein bisschen. Gestern Abend war das nicht so ruhig. Nee, das Backboard. Nein, ich meinte das Backboard. Also die Backboard ist diese Ansammlung der Flaschen hinter dem Barkeeper. Und wenn man da reinkommt, dann denkt man erstmal, okay, das sind alles irgendwie Zutaten. Mhm. Und der Barkeeper ist so dieser Wizard, der irgendwie der Chemiker, der sich da auskennt und der genau weiß, jetzt muss ich da 2 von dem und 3 von dem und dann umrühren und noch ein bisschen und hier, ihr habt gesehen, Orangenzeste zerdrücken. Das ist ja schon so ein bisschen alles Gebastel und Geschraube an Kleinigkeiten. Das ist ja auch ein Algorithmus. Das also, habt ihr gesagt. Das ist die Gleichheit ist wahrscheinlich, dass es irgendein Algorithmus oder dass es dieses Dekonstruieren von Aromen. Ja klar, also Aromen, diese Kombination von verschiedenen Zutaten, was die dann für Geschmäcker ergeben und wie die miteinander interagieren, ist eben super spannend. Man das hat heißt, alle ITler müssen auch viel kochen. Viele ITler, die ich kenne, kochen sehr gerne, ja. Okay. Also niemand muss und erst recht nicht alle, aber kochen ist auch großartig. Es ist leicht zu experimentieren, jeder kann es zu Hause machen, die meisten Leute haben eine Küche. Die Einstiegshürde ist nicht so hoch, um da Kochhacking zu betreiben. Okay. Kochen ist auch deutlich billiger als dieses Hobby, was wir beide uns ausgesucht haben. Ja, naja, also solange man nicht mit Whisky anfängt, geht's eigentlich. Ich hatte mir eigentlich lange geschworen, meine Heimbar keinen Whisky aufzunehmen, weil ich habe mit dem Gin angefangen, das sind so 3, 4, 5, 7, 8 Sorten. Also, ja, jetzt habe ich alles abgedeckt, was man irgendwie braucht und alle Geschmacksrichtungen, die wichtig sind. Da geht es auch so ein paar Details, okay. Aber wenn man mit Whisky anfängt, dann hat man irgendwie eine Flasche, dann sagt man, ja, jetzt brauche ich schon noch einen Islay und ich brauche noch diesen und ich brauche noch diesen Single Malt hier und das ist ein guter Blend und der ist jetzt 30. Ja, der kleine Farkless, warum nicht? Dann hat man plötzlich 400 Flaschen und naja, keinen Besitz mehr sonst. Kein was? Keinen Besitz sonst. Achso, verstehe. Ein teures Hobby. Das wird schnell ein teures Hobby. Sehr angenehm. Ja, aber diese Sammelleidenschaft ist dann, also ich kenne ganz wenige, die in diese Geschichte eingestiegen sind und von dieser Sammelleidenschaft, sagen wir mal, verschont bleiben oder sich irgendwann einbremsen können. Also entweder ist es tatsächlich das verfügbare Budget, was irgendwann den Deckel drauf macht, oder es gibt so ein paar Willensstarke, die sagen, nee, das reicht, ich brauche nur 4 Sorten Gin. Die meisten haben dann irgendwie, entweder die Antwort ist, es sind 16, es sind 25 oder ich weiß es nicht, aber es sind viele. Das ist eigentlich das, was man heute sieht. Zu viele. Hat, so. Wir können mal fragen, wer von den Gästen hat mehr als 10 Flaschen Alkohol in der Homebar?
erfreulich also, viele Finger in der Luft. Mehr als 20? Ja. Also es wird deutlich weniger. Ja. Mehr als 30? Eine Hand noch. Da, ja, da war eine Hand am Rand. Sehr löblich. Zwei? Okay. Man merkt, ich mache oft so Tastings, man merkt, dass das Thema zu Hause groß wird. Dass viele Leute mittlerweile. Gin ist irgendwie ein Riesenthema geworden in den letzten Jahren. Jeder hat so seine 3, 4 Flaschen. Also nicht jeder, aber viele. Also von den Nerds dann jeder. Aber das fällt mir durchaus auf, das stimmt. Aber zurückzukommen zu unseren Stammgästen und zu den IT-Lern. Wie gesagt, ich glaube, ihr habt da recht, es ist so diese Leidenschaft, dass man Sachen zerlegen kann und sehr genau und sehr viel Detailwissen haben muss und das ist wirklich, ne, wenn ich den Wermut habe, schmeckt es ganz anders als dieses Produkt und leider gibt es 40 Produkte und der mit dem Campari schmeckt anders und das ist ja das Ding, ne? Ich glaube, das ist eine. Und da kommt aber dann auch wieder die Bar ins Spiel. Ja. Also ich kann das ja alles zu Hause ausprobieren und kann mir halt 40 Flaschen Gin kaufen, dann bin ich pleite. Oder aber ich kann halt zu dir in die Bar kommen und kann für vergleichsweise kleines Geld halt auch mal den einen Gin ausprobieren, wo die Flasche das Dreifache von dem kostet, was mich der eine Drink kostet. Und dann weiß ich, ob ich ihn brauche oder nicht. Ja. Das ist halt auch, und da treibt es dann wieder den Homebar-Nerd in die Bars, weil er natürlich seine Wissensbasis verbreitern muss. Andererseits finde ich, unsere Crowd ist relativ technikaffin, weil wir haben ein relativ großes Netzwerk aufgebaut an Blogs und es gibt so eine relativ große Kommunikation zwischen Bartendern. Das klingt jetzt böse nach Spam-Blogs, aber das sind wirkliche Blogs, die einfach nur vernetzt sind. Aber auch bei uns haben ein Netzwerk aufgebaut von Blogs. Nee, also es gibt relativ viele Drinks, Blogs von Bartendern, die über ihre Drinks reden. Das ist eine relativ große Community geworden. Und hier muss ich einen Aufruf starten an die Blogger unter euch oder die das gerne machen, sowas in der Art. Es gab bis vor ein, zwei Jahren gab es einen Menschen auf der Welt, der hieß Oh Gosh. Also er heißt nicht so, sein Blog heißt so OHGO.SH, Oh Gosh. Wie heißt denn der wirklich? Jay Hepburn. Genau, Jay Hepburn. Und der hat vor 5, 6 Jahren, als wir die Bar von, hat er angefangen, kommt aus der Technikwelt, hat angefangen zu bloggen, wurde unter Barkeepern so berühmt, dass zu jeder Bar gefahren hat, Filme darüber gemacht, über die Drinks. Jeder hat den gefeatured, der wurde später von der Industrie zu jeder Messe eingeflogen, weltweit. Ihr glaubt Free gar nicht, wie viel Geld in unserer Branche zu verdienen ist, wenn man geschickt darüber redet. Und wir haben viel zu, weil Barkeeper sind da meist nicht so geschickt. Das ist ein Aufruf, weil wir kriegen unglaublich viele Einladungen. Da ist enorm viel Budget, alle Leute laden. Du kennst das auch mit eurem Podcast, man wird immer eingeladen. Ich weiß alles von mir. Geld habe ich damit noch nicht verdient. Ja. Ne, es ist lustig. Also der wurde halt um die ganze Welt geflogen, zu jeder Messe eingeladen. Und man weiß nicht warum, vor 3 Jahren hat er plötzlich aufgehört. Er ist abgetaucht. Er lebt noch. Leberschaden. Aber, nee, weiß ich nicht. Es gibt ihn nicht mehr. Und seitdem haben wir ein Loch. Und es würde mich freuen, wenn einer von euch das füllen würde. Ich glaube, es ist ein durchaus interessanter, wenn man sich da so hoch, wie auch immer, gearbeitet hat und bekannt geworden ist. Der hat ein sehr lustiges Leben gehabt für 2 Jahre. Er ist viel um die Welt gekommen. Also bloggt härter. Und das genau, euer nicht nur über Technik bloggen, auch gut, aber so als Poly-Nerd auch mal die zweite Schiene aufmachen und über Alkohol reden. Mir ist jetzt eben aufgegangen, als ich Algorithmus gesagt habe, ich meine, einerseits sind die Zutaten natürlich auch nicht deterministisch. Man hat erstens sehr viele verschiedene Sorten, die sich auch teilweise Nuancen, wichtigen Nuancen unterscheiden, aber es sind eben auch Naturprodukte und der Cocktail hat auch. Du kannst nie so exakt sein. Es kommt immer darauf an, dass du einen guten Bartender, Bartenderin hast, die das auch immer geschmacklich dann trifft. Das ist so eine Sache, die ich mir durch den Kopf habe gehen lassen, als ich diesen Cocktailroboter angeschaut habe. Der mischt ja einfach alles zusammen, so nach Rezept. Ja. Der weiß dann irgendwie, er braucht 2,6 Cl von XY und das läuft dann in die Flüssigkeit. Da würdest du jetzt wahrscheinlich einwenden. Ich halte das jetzt einfach mal fest. Nein, halte ich nicht. Da würdest du wahrscheinlich einwenden, Jörg, dass... Regelmäßig selber mal kurz... Okay, bei dir ist es auch fast ab. Ja, ihr müsst einfach immer regelmäßig... Da würdest du wahrscheinlich einwenden, dass da die soziale Komponente ein bisschen fehlt. Und ich glaube, Holgi hat gestern auch getwittert, der Macher von diesem Cocktailbot hätte gesagt, man möchte die Menschen mit so einem Gerät nicht alleine lassen. Ja. Wer immer Holgi ist, sehr sympathisch. Aber genau das mit dem Abschmecken. Also eigentlich müsste man den noch erweitern oder ich müsste zumindest mal fragen, ich bin da nicht zu gekommen. Ob der Cocktailroboter auch abschmecken kann. Weil ja, wir schon bauen einfach nur Chromatographen ein, zerlegen das schnell mal eben. Und eben, so, genau. Ja. Wenigstens so ein pH-Messwert, wie sauer die Zitrone heute ist. Weil so die nächste Zitrone ist ja wieder anders als die davor. Das ist ja auch nicht nur das Abschmecken, das ist ja auch also die Stimmung in der Bar, die Stimmung des Gastes, das sind alles Dinge, die Einfluss nehmen sollten. Das kann man eigentlich nicht rein algorithmisch abbilden. Also noch nicht, wer weiß.
Vielleicht wird die erste AI auch ein Bartender. Achso, wir brauchen dann erstmal so eine Face Recognition, die mir sagt, du bist heute eher so sauer drauf. Die erstmal sagt sie, hier, das ist Matthew, der kriegt mal ein CL mehr und von der Spirituose und dann ist er happy und dann sagt sie, heute nicht so gut drauf, okay, noch ein CL mehr und ja. Brauch süß, brauch sauer, brauch Alkohol. Oder wie ist das so? Schätzt du Gäste ein und stimmst die Drinks so darauf ab, wie der so wirkt an dem Tag? Also bei uns ist es natürlich so, dass wenn Gäste zu uns kommen, gerade an der Bar, während der Bar so die Chance haben, mit dem Barkeeper zu sprechen, eigentlich, es gibt halt immer so ein Grundformular im Kopf. Man weiß, aha, ein Negroni ist in der Regel dieses Formular. Aber eigentlich wird das dann immer abgestimmt auf den Gast. So ist es bei uns. Also klar, wir am Tisch jetzt, wie gestern, wenn es voll ist, da wird dann nach Rezept gearbeitet. Wenn jemand was sagt und er sagt, ich hätte gerne Negroni, dann gibt es ein Standardrezept bei uns, so machen wir ihn. Aber wenn dann jemand an der Basis und sehr viel Interesse dafür hat und der vielleicht auch schon gleich erkennen lässt, wie er es gerne hätte, dass er es mal mit einem anderen Gin probieren würde, ich glaube, das ist der Reiz, wenn man in eine gute Bar geht, die sich dann auch unterscheidet von der 3,50 Euro Caipirinha. Einer von euch hat sie erwähnt, ich weiß nicht wer. Caipi heißt das dann. Ja, sowas, genau. Caipi, das ist keine Zeit mehr für Rinja. Rinja kostet extra. Ich glaube, das ist das, was den Besuch in der Bar oder was es besonders macht, in so eine Bar zu gehen. Ja, wir hatten bei der Republika schon mal drüber geredet. Was ich gerade am Lyon besonders spannend fand, ist diese ganze Service-Design-Sache, weil es wirklich die Bar so quasi als Blackbox, man geht rein, gibt eine Bestellung, bekommt einen Drink und was dazwischen passiert, sieht man eigentlich fast nichts von, außer vielleicht ein bisschen schöne Shaker-Darstellung, aber dass da noch viel mehr dazu gehört, dass diese ganze Erfahrung so vom Tür bis wieder Tür einfach perfekt durchdesignt ist eigentlich. Und da finde ich halt, können sich auch viele ITler unter Scheibe abschneiden, also viele, gerade was Software angeht, wo mehr so der Apple-Finish, alles ist einfach schön und gut, funktioniert, it just works. Geht aber schön und gut und funktioniert, hört sich gut an. Ja, und bei der Bar klappt es halt und bei Apple nicht. Okay. Ja, also aber die haben den Anspruch. Ich stand ja gestern auch bei euch wieder in der Bar und da ist es dann so, plötzlich meint der Herr Kappes zu mir, ich muss mal eben die Tür machen. Und dreht sich um und geht weg. Und ich weiß, wie es funktioniert, aber wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, dann ist das so der Moment, es hat nichts geklingelt, niemand hat ihm auf die Schulter getippt. Das ist ja diese Implantate. Aber er hat so irgendwie, weiß er, da ist jemand vor der Tür. Ein Empfänger im Zahn. Und dann verschwindet er kurz und dann ist die Tür offen und danach ist er wieder da. Ja. Und das sind so diese... Das ist so ein geölter Prozess, der so vor sich hinläuft und man steht da so davor, der Algorithmus läuft ab und man hat diesen Blackbox-Effekt und weiß nicht, wie das funktioniert und der ITler in mir will das dekonstruieren. Der will wissen, wie hat er das gemerkt? Warum weiß er, dass die Tür... Ja, Elektroschocks oder so. Ja, genau. Ja. Dann, da gibt es ja das tolle Barbau-Block, da bin ich relativ früh dann drauf gestoßen und war super begeistert, weil das halt beschreibt, wie diese Bar jetzt halt aufgebaut wurde und dieses ganze Hintergrundzeug und worauf geachtet wurde. Dann bin ich halt so, ja Mann, darüber hat man nachgedacht, das ist schön, ich mag das. Das versuchen wir tatsächlich, ja. Wir haben uns so als Untertitel für den Talk gelegt, sozusagen in Anlehnung an den Kongress hier, How to Hack a High-End Cocktail Bar. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen. Ich bin der Meinung, es gibt so diese Klischee-Vorstellung, wenn man braucht so zwei, drei wichtige Kontakte in seinem Leben. Ich habe das früher gelernt, man braucht einen guten Arzt oder Ärztin, man braucht einen guten Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Und das Dritte ist so ein bisschen, jeder variiert. Ich bin eindeutig dafür, dass man den Barkeeper da einfügt oder die gute Unbedingt. Bar. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen, aber... Ich glaube, du bist der Einzige auf diesem Kongress, Achso, der das ihr, Publikum sieht. Das ist Gewohner, das tut mir leid. Es ist auch mal schwierig, wenn ich morgens Menschen treffe. Ich grüße sie immer mit guten Abend. Das ist immer ganz schwierig, wenn man so vor 15 Uhr Menschen trifft und die mit guten Abend anredet. Das ist meine Gewohnheit. Das tut mir immer sehr leid. Okay, also ihr... ich glaube, es ist sehr wichtig, es hat sich sehr viel gedreht, wie gesagt, gerade über diese vernetzte Welt und Stammgästen bei uns ist jetzt so, es geht nicht um das Geld. Wir sind eine hochpreisige Bar, das muss ich sagen, wir sitzen in der Innenstadt, die Drinks sind nicht geschenkt, das weiß ich, es hat sehr viel mit den Mieten und so natürlich zu tun. Aber es geht nicht darum, wer viel Geld bei uns lässt, es geht natürlich schon sehr viel darum, wer sympathisch ist und ich glaube, der bekommt durchaus eine extra Behandlung. Ich glaube, du hast das bei uns so ein bisschen kennengelernt über die Jahre, du hast deine Erfahrung gemacht in diversen anderen Bars so auch bis bei euch. Oder auch bei uns. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, warum nicht, weil ein Großteil, mein Eindruck ist immer, der Großteil unseres Lebens, Padovanis, wir auch, nee, ich hab noch, danke, aber sehr gern. Also jetzt kommen die kräftigen Drinks, da ein bisschen vorsichtiger, nicht so schnell trinken. Oder auch gerne schnell, mir egal. Mir geht es darum, eigentlich der Großteil unseres Lebens dreht sich ja um die Freizeit, um den Freizeitausgleich und wer ein Interesse daran hat, das abends in Bars zu gestalten oder das toll findet, auszugehen, essen zu gehen, in Bars zu gehen,
der sollte vielleicht, wenn er das interessant findet, sich mal Gedanken machen, wie er diese Bar hacken kann. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind sehr klein und wir haben leider nur 40 Plätze, 45 Plätze und samstagsabend ist sie natürlich brutal voll. Und wenn man dann klingelt und mit seinen 3-4 Freunden vor der Tür steht, dann macht jemand die Tür auf und je nachdem, wie viel Stress drin ist, ist er vielleicht ein bisschen kurz angebunden und lässt durchscheinen, dass es leider zu voll ist. Dann fühlt man sich vielleicht gleich auf den Schlips getreten und sagt, Mensch, der mag uns nicht, der mag unser Outfit nicht, das ist bei uns nicht so, ist jeder willkommen. Es gibt einfach nur so ein physikalisches, das könnten die Jungs von Podcast vorher besser erklären, es gibt so ein, irgendwann ist voll und das ist dann bei uns leider auch so. Da müssen wir mal über die Komprimierbarkeit von Trinkern reden. Ja, vielleicht kann man die kommen. Die sind ja meistens recht flauschig. Ja. Und die Frage ist halt, wie gesagt, wenn man auf sowas steht, wenn man sagt, ich möchte eigentlich gerne so eine Stammbar haben, ich glaube, ich würde ein bisschen so wie der Herr Bauer, ich weiß ja, der kam an irgendeinem Tag mal abends, da hat er noch grüne Haare, das hat es ja, ein bisschen einfacher gemacht, ihn wiederzuerkennen. Das ist durchaus was, also so ein schwarzer Mantel, ganz glatt, den erkenne ich nicht sofort wieder. Also wenn also Sie so ein bisschen Punkt hier grüne 1. Krawatte, Neon, genau. Super, wichtiger würde ich mich sofort morgen dran erinnern. Genau. Ne? War gestern deswegen, in der Bar, da hatte ja, nicht also die grüne Krawatte an. Nee, aber das würde ich, also wenn er mit der, also jetzt muss man die Krawatte ab und zu wechseln vielleicht, sonst fällt es auch auf. Aber mal den Haaren fand ich das sehr gut. Das konnte ich mir merken, also das war ein netter Abend. Das bedeutet, wir destillieren raus, Punkt 1, Wiedererkennbarkeit, sein. Auffälligkeit. In Kombination mit gewissem Charme. Also erst dachte ich, Tür aufgemacht, Hektik drin, steht jemand mit grünen Haaren vor der Tür. Es hat auch geregnet an dem Abend, ich war durchnässt und... Naja, okay, herzlich willkommen, ich dachte, wer ist denn das jetzt? Muss ich ehrlich gestehen. Aber dann hat er sich ganz nett verhalten. Der war irgendwie so, der hat nicht genervt, der hat irgendwie kurz gewartet. Viele sind dann gleich schon so ungestüm und wo ist mein Platz? Und er hat schön immer gesagt, dort sein Moment ist gerade voll und nerven die ganze Zeit. Wir sind halt auch nur Menschen. Und dann ist er irgendwie positiv aufgefallen. Und dann hat er meine Twitter-Bio aufnehmen. Ganz nett. Ja, genau, ganz nett. Punkt 2, ganz nett. Nett sein. Ja. Ganz nicht nerven. Ja, weiß ich nicht. Es ist ja die Frage, wie gesagt, man muss ja an sich nicht anbiedern, man muss ja jetzt kein Knie mehr vor den Bartendern machen. Aber wenn man sagt, Mensch, ich finde den Laden toll, ich will ihn mal kennenlernen, ist das immer hilfreich. Hm. Und dann hat er Folgendes gemacht, dann hat er gar nicht so doofe Getränke bestellt. Wir sind da leider wahrscheinlich ähnlich wie die ITler. Es gibt so Massendrinks, wo wir so ein bisschen, also wer dann so Wodka Red Bull, kriegt bei uns erstmal einen Stempel auf. Und das ist schlecht, da sind wir leider auch nur menschlich. Das ist dann gleich für uns und der will eigentlich schon weiter in die Disco. Eigentlich will der in den Club und irgendwas trinken, was ihn halt möglichst schnell richtig breit macht. Und wir verstehen unseren Job natürlich auch so ein bisschen als Kunstform und haben natürlich Lust, eher irgendjemand gegenüber zu haben, der sagt, okay, ich trinke Alkohol, ich weiß, dass das eine Wirkung hat, die kann ganz charmant sein und manchmal ist ja auch ein drüber, das ist okay, das aber ich komme jetzt nicht zu euch, um Vollgas zu geben und der könnte dann den Podcast Wirkungstrinken machen. Ja, das stimmt. Ja, auf die Domain ist auch noch frei, glaube ich. Die Domain ist noch frei, also okay, das ist Opportunity für die nächste. Geht sicher auf YouTube auch super ab, macht mal. Wir haben auch für die nächste 32 C3 hier noch einen Platz frei für den Wirkungstrinker-Vertreter. Und dann gibt es tatsächlich so eine unausgesprochene Codesprache, vielleicht könnt ihr da das erste Handbuch schreiben oder so. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also, welche Drinks man bestellt, wo der Barkeeper gleich sagt, oh, ja, die Schibbole-Drinks. Okay. Ja. Man muss die natürlich dann auch mögen. Manchmal sind die, ich weiß nicht, wer den zweiten trinkt, wer trinkt schon den Padovani? Gefällt das? Bitte? Das ja, wäre schon für mich, das sind jetzt Trinkerstufe 2 bis 3, also das ist jetzt, das jetzt schon so, wer ganz vorne, wer eher so saftig Baum und unalkoholisch mag, der mag, sagt jetzt vielleicht, ist mir zu stark. Hat wir müssen wirklich, nein, auf keinen Fall. Wir müssen wirklich diese Trinker-Gamifizierung machen mit so einem Skilltree und Levels und Dingen. Das ist eine gute Idee. Jemand sollte das tun. Das stelle ich mir ein ganz interessantes Spiel vor, wenn man so... Ja, du so man geht in verschiedene Bars und kann so Levels erreichen. Also Ding, das jetzt Whisky Level 3 unlocken. Ja, genau. Du gehst dann abends in die Bar und sagst, ich bin irgendwie 7200 Punkte und ich möchte heute Abend die 8000 knacken. Und endlich mal sinnvoll In-App-Purchases. Noch ein Drink. Wie gesagt, das hat der Mann wiederholt mit seinen grünen Haaren. Der stand dann immer wieder vor der Tür. Dank der grünen Haare konnte ich ihn relativ schnell erkennen. Wusste, okay, der ist ein bisschen schräg drauf. Der hat immer sein Telefon in der Hand. Das ist so ein Bluescreen-Typ. Immer nur, ist ja ganz schlimm geworden in der Bar. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ja, ich muss mich dran gewöhnen. Ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich will jetzt keinen von gestern ansprechen. Gestern waren wir die Bluescreen-Bar. Das fand ich ganz lustig. Einige hatten zwei in der Hand. haben wir gestern so ein paar Stammgäste vertrieben, die da waren? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also wenn, fände ich auch nicht schlimm, weil ich finde, man muss ja, das ist ja auch Vielfalt.
Ja, also wer sich gestört fühlt, kann auch gehen. Also ich fand, das war eine sehr lustige und auch sehr interessierte Crowd. Wie gesagt, sehr positiv aufgefallen. Es war halt sehr viel Hoodies, sehr viel Black, so bunte Haare, fand ich cool. War halt anders, also einige unserer Stammgäste waren so, was ist heute los? Und man sagt, ja, das ist der Chaos Computer Club. Ah, ist klar, okay. Ach ja. Ich habe das so ein bisschen vereinfacht, damit die das verstehen. Ich wusste ja selber nicht den Unterschied daneben gerade. Ich dachte, dass das Chaos Computer Club ist. Ja, okay, also ich habe das gelernt jetzt. Und wie gesagt, er kam öfter mit seinen grünen Härchen und daran habe ich ihn wiedererkannt. Und da hat sich immer, wie gesagt, er hat sich ein paar Abende einfach war interessiert. Stand an der Bar und hat sich nett unterhalten und hat so, wenn es mal Samstagabend war, nicht genervt. Und irgendwie ist er positiv aufgefallen. Und damit hatte er so einen Stein im Brett. Und davon haben wir so ein paar. Und wenn die sich dann so für die Drinks interessieren, dann ist das eigentlich, weil da gibt es eine große Gemeinsamkeit zwischen Bartendern und wahrscheinlich den Jungs, die sich für Drinks interessieren oder für Computerhacken oder so. Man mag ja solche Menschen. Also auf der einen Seite müssen wir Geld verdienen, aber wir natürlich freuen wir uns mit jemand zwei Stunden lang über den Martini-Drink zu reden, warum das mit dem Gin besser ist, wenn wir die Zeit dafür haben. Weil es kann passieren, dass so ein übergewichtiger Geschäftsinhaber hinter einem steht, so leicht drängt und sagt, die Drinks müssen fertig. Das sind dann manchmal die Samstagabende. Aber grundsätzlich gibt es da eine große Affinität. Also wenn man quasi in der Cocktailbar richtig den Nerd raushängen lassen will und mit dir über die richtigen Mischungsverhältnisse von der Martini diskutieren wollte, dann würde ich sagen, kommt man nicht Samstagabend und auch nicht Freitagabend. Samstagabend ist schwierig. Man muss natürlich dazu sagen, Klugscheißen ist schwierig. Ja. Also mit Klugscheißen muss man langsam anfangen. Man kann nicht am ersten Abend klugscheißen. Das. Ich glaube, ich weiß nicht, wie euch das so geht. Wenn ich bin da gestern mit Bettina aneinander gegangen. Never klugscheißen on the first date. Naja, auf einem sehr niedrigen Niveau, aber. Zu Recht wahrscheinlich. Vermutlich. Also wie gesagt, ist ja klar. Ich meine, wenn euch gleich einer beim ersten Meeting irgendwas erzählen würde, wie ihr das alles besser macht, das ist dann schwierig. Also langsam ja so ranrobben. So kann man so machen, ist halt dann kacke, ne? Genau. Muss man vielleicht auch mal so einen Drink, wenn er nicht ganz so perfekt ist, ein bisschen charming bleiben die ersten drei, vier Male, bis man diesen Status erreicht hat. Das ist eigentlich ein ganz netter Kerl, trotz der grünen Haare und so. Irgendwie, wenn der sagt, du hattest doch noch eine andere Brille, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, das war noch ein bisschen extrem. Alles ist anders, oh mein Gott. Ja, genau, du bist seriös. Nein. Was? Seriös sehen. Nein. Okay. Jungs, was haltet ihr davon, wenn wir mal auf den zweiten Drink übergehen? Ja. Ich hätte mir den schon längst gemixt, aber ich komme nicht an die Flasche ran. Ach. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Das ist so die, und wenn man dann so an dem Punkt ist, ich glaube, dann wird's gut. Weil dann, das ist jetzt schlecht für den Inhaber der Bar, das bin ich, dann gibt es immer so Freidrinks. Da muss man nicht mehr alle Drinks bezahlen, das kriege ich immer mit, das mache ich auch selber. Mit Leuten, die ich sympathisch finde. Weil das ist ja bei uns so, unsere Preise sind hochpreisig, weil wir natürlich irgendwie so eine Mischkalkulation machen. Also bei uns kostet ein Drink 12, 13, 14, 15 Euro. Da liegt das so in der Regel. Wir sind halt in der Innenstadt und der normale Gast kommt. Unsere Drinks sind relativ alkoholisch. Man schafft so als normaler Gast zwei. Dann sitzt du auf so einem Sessel und sitzt da für ein, zwei, drei Stunden. Das muss ich dann natürlich mischen. Wenn sich jetzt jemand interessiert zeigt und sagt, du, ich gebe dir mal ein bisschen Gas, ich würde auch gerne mal 3, 4, 5 probieren und da muss man ja, also wir haben das jetzt nicht so in so einer Tabelle, das hätte er jetzt wahrscheinlich gerne, wenn ich den Punkt erreiche, dann kriege ich den Drink frei und bei drei goldenen Krönchen gibt es das extra Level oder so. Aber das ist eine Gamifizierung. Eine Barcard 100 wäre super. Barcard 100 ist vielleicht ein neues Business-Konzept, so eine Gamer-Bar zu machen für den ganzen Dollar. Das wäre nicht schlecht. Also wer Interesse hat, Founder oder so. Das ist dann natürlich immer so. Also irgendwann kommt man so und sitzt an der Bar und macht so zwei, drei Drinks und dann auf dem dritten gibt es dann so einen kleinen, ich habe aus Versehen eins zu viel gemacht, willst du mal probieren und mal über was geredet. Und dann kommt so aus dieser, Versehen, ja. Genau, man, wie man das als Barkeeper so macht oder der Chef darf es ja nicht immer mitkriegen, kommt aufs Haus an, bei uns ist es meist okay. oder dann kommt so mal, man redet über Tequila und dann kommt dann mal aus der Flasche, die besonders teuer ist, so 2 cl auf links zum Probieren. Und dann ist man auf, also wenn ihr an dem Punkt seid, dann seid ihr ziemlich weit vorne. Dann seid ihr auf einem guten Weg, weil dann ist zum Beispiel so, wenn ihr jetzt Samstagabends kommt und die Bar ist voll und Herr Meier oder Mario Kapp oder so, irgendjemand macht die Bar auf und ist so leicht gehetzt, weil innen drin irgendwie schreien dann alle an und dann sagt er, ah, Matthias, ja, irgendwie kriegen wir das hin, warte mal kurz. Dann kriegt man erstmal so ein Kompensationsglas Champagner in die Hand gedrückt oder irgendwas, was gerade rumstand, damit er nicht meckert. Das wird ja auch also schlecht. Auf dem Level wird es dann interessant, denke ich. Wenn man sich bis dahin hochgehackt hat, dann gibt es ein gewisses Payback. Also man muss ein bisschen Investment betreiben. Wie gesagt, man muss natürlich vorher den Platz aussuchen, ob einem das gefällt. Ne? Wenn, am falschen Platz nützt das ja nichts, das Investment. Und es gibt die große Frage, will ich die Bar hacken oder den Bartender?
Und das wird ein bisschen schwierig. Oder die Bartenderin. Oder die Bartenderin, Entschuldigung, ja, natürlich, ganz richtig, ja. Das wird ein bisschen schwierig, weil da kann man so einen Mix machen, das machst du, glaube ich, ganz geschickt. Er geht auf beide Wege. Einige versteifen sich. Er ist Poly-Nerd. Er ist Poly-Nerd. Du bist Poly-Nerd. Ich hier dauernd als Beispiel angezogen werde. Du bist erstmal ein Exempel hier. Wie heißt das? Okay, ich bin der Poly-Nerd, ja. Wie nennt man das? Egal. Auf jeden Fall, man muss überlegen, wen man hacken will: die Bar oder die Tenderin. Weil die können natürlich A, wechseln. Ne? Kann sein, irgendwie jetzt hat man sich mit dem einen super angefreundet. Und der hat dann den Job verloren oder gewechselt, ist in eine andere Stadt gegangen. Wir sind relativ umtriebig. So nach ein, zwei Jahren ist es meist so, in relativ jungen Jahren wechselt man und guckt sich nochmal ein paar andere Läden an. Dann hat man vielleicht wieder ein Problem. Also man muss da ein bisschen aufpassen, nicht mit einem den Superbuddy machen. Und da muss man mal so zwei, drei Abende so ein bisschen die Atmosphäre studieren. Man muss die Hierarchie erkennen. Es ist leider so, das habe ich festgestellt. Das ist ein böses besser, Wort. Als ich dachte. Das wird besser, also, ja, du lernst auch noch was. Das ist selten, Robert. Man muss ein bisschen darauf achten, mit wem mache ich mich hier zum Freund. Wenn ich zum Beispiel den Bar, nicht den Owner, aber es gibt immer so einen, der Chef ist oder so, wenn ich den auslasse und die da drunter oder den da drunter super feature und immer Gas gebe und ich bin noch ein Blogger und schreibe über die und mache die richtig, dann könnte passieren, dass der da drüber auch eifersüchtig wird. Habe ich schon erlebt. Muss nicht, kann aber sein, muss man auch, nur dass wir mal drüber gesprochen haben. Das ist in der Bar, das ist ein sehr Oldschool-Beruf, wir haben eine sehr typische Hierarchie. Gastronomie ist immer sehr viel, das hat, gibt so Anleihungen ans Militär leider, also ich bin kein Befürworter dessen, aber es hat so eine gewisse hierarchische Ordnung immer, auch in den Köpfen von vielen und da muss man schon auch dem, der ein bisschen höher gestellt ist, auch mal so nett sein. Sonst wird es schwierig. Also man kann so sein Favorite haben, aber wenn man die Bar richtig hacken will, Nein. Muss man ein bisschen breiter aufspielen. Meine ich. Meine ich Erfahrung. Als Poliner spreche mich ausdrücklich gegen Eifersucht und Hierarchie aus. Dass ich mich dagegen ausspreche, ist was anderes, aber es ist menschlich. Ich habe es auf der anderen Seite schon immer erlebt. Also, das will ich einfach nicht glauben. Es ist leid. Also, es ist so. Es ist so. Das heißt, Wenn man jetzt an diesem Punkt ist, dann passiert was Interessantes, weil dann kommt die Verbindung zwischen den beiden Sphären. Wir sind gut vernetzt. Dann schickt ein zum Beispiel, ich nenne jetzt mal nicht Matthias, sondern jemand anders. Wir nennen ihn zum Beispiel Mr. T, ist ein guter Stammgast von uns. Ich darf nur T sagen, weil also ihr wisst, wer ich meine. Ja. Der schickt einen dann erstmal und sagt, Jörg, ich bin in London, wo gehe ich hin? Und dann passiert es, wir sind auch gut vernetzt, dann machen wir die Türen auf. Dann fährt er zum Artesian, das ist eine der teuersten Hotelbars in London. Die Jungs wissen Bescheid. Es gibt so, er kriegt immer eine Flasche Bollinger aufs Haus mit, aber er gibt auch sehr viel Geld, das muss man dazu sagen, also deswegen gibt es gleich eine Flasche vorweg. Und er ist jetzt, er kriegt dann immer Bilder von ihm, was er kriegt, so als Empfang, ein paar Canapés, dies und das, und dann hat er einen bezaubernden Abend. Ich glaube wirklich, wenn man die richtigen Leute kennenlernt, die gut vernetzt sind in unserer Welt, ist das durchaus hilfreich. Du hast das auch schon mal, ich habe schon ein paar Mal Läden empfohlen im Ausland. Geh da mal hin, dann melden wir die Jungs an. Also so ein Tag Vorlauf ist immer ganz hilfreich, wegen Zeitverschiebung und so. Und vor allem, wenn man selber natürlich als derjenige, der da reist. Also ich weiß das von Stefan, normalerweise Mitglied des Cocktail-Podcasts, heute leider nicht hier. Ja. Hallo Stefan. Er hat heute Gäste, ich glaube, er guckt nicht live zu, aber er wird das irgendwann sehen. Er kann später zugucken. Er ist in den USA mal rumgereist und da ist ihm genau das passiert. Dass er in der einen Bar war und dann haben sie ihn gefragt, so, was hast du vor, wie bist du in den USA, reist ein bisschen rum, was machst du? Ja, ich flieg dann nach Seattle und so. Und dann ist im Hintergrund so, Seattle, die Bar, schon mal vorangekündigt worden. Und ich glaube, er war irgendwie 20 Jahre vorher das letzte Mal in Seattle, kommt in die Bar eines wirklich berühmten Bartenders. Auch Jamie Boudreau hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Unbedingt mal gucken, Small Screen Network, Jamie Boudreau. Kommt in die Bar rein und das Erste, was passiert, ist tatsächlich, gut, dass du da bist, wir wussten ja schon, dass du kommst, wir haben Platz freigehalten. Und er wusste halt nicht, dass er angekündigt war, er war vollkommen geflasht, er war vollkommen so, was? Ja. Also was ist denn hier passiert? Das Hacking der Location ist nicht nur lokal begrenzt, das ist international. Also man muss sich langsam vorarbeiten. Deswegen überlegt euch, seid ihr in irgendeiner Stadt angekommen, braucht ihr einen Platz, wo ihr gut trinken geht? Und das ist doch immer, ich meine, seien wir ehrlich, jeder Nerd, ich jetzt als Barkeeper, ihr als Hacker, man wird ja auch so belächelt von den langweiligen Menschen, so diese, ja, hier die Nerds. Und dann steht ihr mit denen vor, mit euren Freunden, die einen vielleicht findet ihr auch so doof, aber jetzt macht ihr mal so ein, geht ihr mal abends mit denen weg. Dann steht ihr vor diesem Laden, wo die so als Tyler immer denken, wir kommen hier rein. Die werden immer mit Füßen getreten, aber ihr, der Mann mit den grünen Haaren kommt rein, ich mag das immer. Also ich mag auch eine Bar zu haben, die so ist, wo es halt nicht darum geht, was die Leute tragen oder wie viel Geld sie ausgeben. Wie gesagt, wir achten natürlich am Ende des Tages ein bisschen darauf, dass wir die Rechnungen mit etwas Verzug bezahlen können, aber ansonsten wollen wir natürlich auch eine Menge Spaß dabei haben. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wir haben so eine Geschichte gemacht, das nannte sich Club de Cantineros, das ist eine alte
kubanische Barkeeper-Vereinigung, die war vor der Revolution legendär auf der ganzen Welt, weil die so hohe Skills hatten. Und die haben so Handbücher geschrieben und die waren sehr philosophisch. Und da geht es darum, dass sie sagen, wenn du ein erfolgreicher Bartender sein willst, dann musst du in deiner Stadt verstehen, dass du Kunden fürs Leben gewinnst. Wenn du also jemanden kennenlernst in der einen Bar, behandle ihn immer gut, weil er wird dich über deine Zeit begleiten. Und irgendwann bist du so mächtig, dass wenn du die Bar wechselst, eine drei- oder vierstellige Zahl mit dir zieht und deine neue Bar vollmacht, das heißt deinem neuen Chef gegenüber, kannst du auch ganz einfach das doppelte oder dreifache Gehalt, wie auch immer, rechtfertigen, weil du bist der Mann, der die Location vollmacht. An dem Punkt musst du kommen als Bartender. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen, wem ich das so erzähle, da ich selber Arbeitgeber bin, muss ich da so ein bisschen die Balance halten. Ich finde die Geschichte eigentlich ganz romantisch. Und das Gleiche gilt für den Gast, also für euch. Man kann denen sagen, ich will da einfach rein, die nerven und so, ich will, gib mir was zu trinken, sei mal schnell. Oder ihr habt gesagt, das ist der Platz, auf den habe ich Bock, in dieser Stadt bin ich jetzt für ein paar Jahre oder wie auch immer oder für ein paar Monate. Die knack ich mal, die hacke ich, so wie ihr die, ne? Es gilt nicht nur die NSA zu hacken oder so, mehr kenne ich jetzt leider nicht, sondern ihr seid da besser drin, sondern ihr müsst auch die Bars eurer Stadt hacken. Das hat, glaube ich, für euch sehr viele soziale Vorteile, bin ich der Meinung. Meine Empfehlung. Außerdem macht es Spaß. Außerdem macht es Spaß. Das macht es zweifelsohne. Ja. Cheers. Cheers. Ja, cheers. Und also es ist dann tatsächlich so, wenn du in deiner Stadt zwei, drei Cocktailbars gehackt hast, dann passiert aber auch manchmal ein seltsamer Effekt. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht mal einordnen aus der anderen Seite des Tresens. Ich komme dann mit meinen Freunden oder irgendwelchen Leuten, die nicht Bars gehackt haben, aber mit denen ich halt weggehe einfach, komme ich dann in die Bar rein. Und vielleicht habe ich für die auch in meiner Homebar schon zwei, drei Mal Drinks gemacht und die haben das Gefühl, naja, der kennt sich da irgendwie aus, keine Ahnung, der macht da so einen Cocktail-Podcast, keine Ahnung, so ein Typ, der sich mit so Rezepten auskennt. Und dann komme ich in die Bar und dann kommt der, entweder in dem Augenblick war es jetzt ein Kellner oder möglicherweise sitzen wir am Tresen und können direkt gucken, was passiert. Und dann ist die Frage, was möchten Sie trinken? Und dann kriegen die so eine Karte, sind völlig überfordert und gucken dann mich an, statt den Barkeeper oder die Barkeeperin. Und dann habe ich immer so das Gefühl, um Gottes Willen, ich untergrabe hier gerade die Autorität des Hauses. Absolut. Ja, eben. Aber ich mache das ja gar nicht selbst, sondern die Leute schauen mich an, so, was soll ich denn trinken? Frag das Sie. Ja, das hast du unter dem Pock-Klug-Scheiß. Muss man jetzt aufpassen. Das muss ja, was soll ich denn dann? Ja, das ist okay. Du kannst da ja auch nichts für, mein Gott. Es ist ja schön, wenn die Leute sich für, wenn sie dich als Autorität, also ich finde das nicht schlimm. Also ich muss gestehen, ich bin da relativ schmerzfrei. Für mich gilt immer die Devise, ich lasse den Gast König sein. Also wenn du jetzt mit deinen Gästen kommst und dir auch eine ganze Menge Quatsch erzählt, der überhaupt nicht stimmt, würde ich nicht tun. Dann würde ich dir das im Zwei-Augen-Gespräch, wenn du allein an der Bar sitzt, möglichst schon leicht angetrunken bist, weil dann habe ich dich, dann kann ich dich leichter bearbeiten. Dann würde ich dir das mal alles erzählen, was für ein Idiot du bist, aber ganz nett. Ja, aber ja, natürlich ja. Nicht mit deinen Gästen. Das ist im Moment ganz lustig, es ist so ein Gin-Tonic-Hype. Und alle, also früher war das in der Bar und so, Samstagabend, Bar ist voll, vier Gäste kommen rein, stehen in der Mitte, ist sehr eng, man sagt, wenn es geht, ein Longdrink ist gerade sehr voll. Und dann sagen die, ja, wir hätten gerne zwei Wodka Lemon und zwei Gin Tonic. Okay. Hat man noch so gefragt, okay, was für ein Gin? Blaue Flasche, alles klar, abgedackelt. In einer Sekundenschnelle 48 Euro verdient, also eingeschenkt, Tonic drauf, zurückgebracht, 48 Euro, wunderbar, perfekt, toll. Läuft. Hat sich sehr geändert. Jetzt kommen diese vier Gäste nach 6, 7 Jahren in diese Bar. Dann sagen, es geht ein Longdrink, ist ja voll. Und sagen, ja, wir hätten gerne Gin Tonic. Aha. Hausgemachtes Problem, welchen Gin hätten Sie denn gerne? Aber warum fragst du das? Ja, das muss man ja fragen, weil ich kann ja einfach, es gibt jetzt irgendwie 60, 70 verschiedene in der Bar und dann, jetzt fängt das Gerede an, auch untereinander. Und dann sagt aber einer, ja, ich hätte gerne Wodka Lemon. Oder Wodka irgendwas. Und dann sagen alle anderen, Wodka trinken wir nicht. Das ist ja, also der wird jetzt gebasht, der ist jetzt der Odd Man Out, ist jetzt nicht mehr cool. Also der vorher mal okay war mit Wodka, ist jetzt der Idiot. Nicht von uns, von seinen Freunden. Man muss dazu sagen, wenn sie wüssten, wie Gin hergestellt wird, ist das nämlich Wodka, den sie nochmal destillieren mit dann Botanicals und dann haben sie Gin, wenn wir es vereinfachen wollen. Ja, ja, ist also ein bisschen gepimpt sozusagen. So ein bisschen Halbwissen, wo man, aber das darf natürlich als Barkeeper nicht sagen. Muss natürlich dann stillschweigen und ja, sie haben recht und so. Da gibt es halt jetzt sehr viel Diskussion. Jetzt braucht das so 6, 7, 8 bis 10 Minuten, bis diese vierköpfige Diskussionsrunde beendet ist, was der beste Gin ist, mit welchem Tonic. Weil wir haben irgendwie 70 Gins und 7 Tonics. Und wenn wir das dann, also es, wir haben uns selber das hausgemachtes Problem, aber auf der anderen Seite macht es Spaß. Du willst das aber jetzt nicht das, was es uns, was die Arbeit versüßt. Du willst doch nicht wirklich sagen, dass dann der eine in der Gruppe, der sagt Wodka Lemon, sich dann bashen lässt, aber trotzdem der beste Gast ist, weil er ist immer noch einfach.
Naja. Ja, also, ja, ich bewerte das nicht. Also, solange er nicht Wodka Red Bull, da, wieder, da sind wir ein bisschen eigen. Aber ja gut, da hast du halt keinen Red Bull hinter der Bar und sagst, es tut mir leid. Genau, das haben ja. wir. Ja. Aber einen Wodka kann ich hinmachen. Genau. Ja. Das ist einfach. Wir haben... ich habe eine sehr lustige Geschichte über unsere Stammgäste, wie gesagt, wenn man die Bar gehackt hat. Das ist jetzt, wie gesagt, ferner von Herrn Bauer. Ich kann ihn ja nicht immer zitieren. Gut. Wir haben einen Mann, der, schön, ist, bei der, haben. Der ist bei der Steuerfahndung. Du kannst doch abwechselnd auf mir rumhacken. Nee, okay. Wir haben drei sehr lustige Gäste. Das ist ja keine grünen Haare, das geht nicht. Der eine ist bei der Steuerfahndung. Der zweite ist ein Kriminalkommissar. Und der dritte ist ein IT-Mensch, der programmiert so iPad-Apps und ist ein ganz großer irgendwie. Und dann gibt es dieses Bartenders Christmas, von dem wir eben sprachen, sowas, was dieser Kongress ist. Gibt es für Barkeeper immer im Oktober. Du machst einen zweiten Podcast, der heißt... Ja, Eliten-Elite. Eliten-Elite. Ich kann niemanden erste empfehlen, erste Folge oder Nullnummer, sehr lustig. Da sind die beiden zwei Tage wieder zur Messe gezogen, du und Hagen, das glaube ich. Und man konnte so schön in diesen anderthalb Stunden hören, wie der Alkohol wirkt. Also bei Hagen ist das großartig. Also du bist so ein bisschen zu seriös, fand ich okay. Du warst das kontrolliert. Zu seriös? Nein, das hat mir noch niemand gesagt. Nee, aber Hagen hat großartig. Also so ab 50 Minuten wird es richtig lustig. So die letzte, das wird sehr lustig. Ich glaube, ich also, das große mal. Empfehlung mal, in, wenn man in Berlin ist, diese anderen Messe gehen im Oktober, weil da gibt es, wie gesagt, gehen alle Barkeeper und gibt sehr viel freien Alkohol. Und ist auch sehr informativ. Also diese ganze Station ist dann halt voll mit Spirituosenmarkt. Man kann dann sich so von Stand zu Stand so, ja, das man muss natürlich so ein bisschen interessiert tun. Und wenn man den, dann oh, erzählen Sie wenn mal, man das richtig Sinn. Macht, dann kommt man recht weit. Wenn man es falsch macht, dann bleibt man bei Mezcal hängen. Man muss dann auch die haben, noch genau. Folgende 50 Sonst gibt es nichts, wenn man sie jetzt doof anstellt. Oh, nö, dann kriegt man nichts. Mhm. Aber wenn man so distinguiert und sagt, aha, den Gin, ah, meinen Sie und so, dann kriegt man immer bis die. Ja, aber ich probiere das auch schon seit Jahren rauszukriegen, was die Standardnummer ist, mit der man da sozusagen die volle Geschichte und das volle Programm ergattert. Okay. Ich habe mit der Frage nach der Geschichte und was zum Probieren eigentlich ganz gute Erfahrungen. Ja, aber da ist zu viel Text dann auch oft. Und also die ganze Geschichte, also ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, zum Beispiel mit dem Satz, hallo, wir machen diesen wunderschönen Podcast. Sie haben da ein neues XY, was muss ich wissen? Dann kriegst du ja den Werbeblock, du willst ja bei den Alkohol. Nicht immer. Oder beides. Ihr hattet in eurer letzten, vorletzten, dritten, ihr macht so viele Folgen, ich komme nicht mehr hinterher. Das macht dich fertig. Ne? Das macht mich total fertig. Schlagzahl. Ich auch übrigens. Das ist ja hier der Konkurrenz-Podcast sozusagen, aber wir stehen uns freundschaftlich gegenüber. Heute Friendly Fire. Mhm. Friendly Fire ist. Morgen ist der Krieg wieder eröffnet. freundlich. Hattet ihr Jin Sul zu Gast? Mhm. Ja. Und er war der Erste, der auf diese Frage. Hier, Jin Sul, ich habe keine Ahnung, was muss ich wissen, sehr direkt geantwortet hat, indem er ein Glas genommen hat, hat den Gin reingegossen, hat gesagt, das musst du wissen. Und das war das erste Mal, dass das so wirklich direkt funktioniert hat. Ja. Naja, aber das macht auch einen guten Barkeeper aus. Man muss in Sekundenschnelle entscheiden, was für eine Art Gast du bist. Will der jetzt den Werbeblock oder nur den will er den Werbeblock oder will er... Ich hatte ein Mikrofon in der Hand. Nee, ich glaube, in dem Augenblick hatte ich es noch im Rucksack oder in das der Tasche. Das ist so geil für Three-Putz. Also ich verkaufe diesen wunderschönen Podcast. Wie ist es mit euch? Nee. Aber zurück zu meinen drei Stammgästen. Bartenders Christmas, die große Barkeeper-Messe, 6000 Barkeeper aus der ganzen Welt kommen nach Berlin. Und ich habe da immer ein abendliches Dinner gemacht mit Du kriegst in der Szene echt Ärger, wenn du jetzt einen Haufen Nicht-Industrie-Menschen. Ich kann das tragen. Ich lade hier andere Nerds ein, ich sehe das global. Wir sind eine Ebene. Das müssen die anderen verstehen, die Veranstalter da von der Messe, die haben es noch nicht ganz verstanden. Wir sind müssen sich auch wieder öffnen. Genau, die müssen sich öffnen. Auf jeden Fall, jetzt hören wir auf meine Geschichte zu unterbringen. Auf jeden Fall. Machen wir abends immer so ein Dinner, 100, 150 Gäste, so die Top-Leute aus der Industrie, Barkeeper aus allen Nationen, Freunde aus allen Top-Bars. Und da habe ich mir den Spaß erlaubt, da habe ich gesagt, weil nach dem Dinner brauchten wir eine Bar. Da habe ich unsere drei Stammgäste mitgenommen, den Mann vom Finanzamt, den Kriminaloberhauptkommissar, ich weiß nicht, ob ich ihm recht tue, aber er ist bei der Kripo, und den Mann aus der IT-Branche. Und jeder hatte so seinen Lieblingstrick, den haben wir halt in der Bar trainiert, bis sie ihn nachts bewusstlos konnten irgendwie. Und dann ging so die Bühne auf und diese 150 Top-Barkeeper kamen und dann stand so der Steuerfahnder, so hinter der Drink, haben die Drinks für die gemacht. Genau. Und seitdem können die auf der ganzen Welt in sehr vielen Bars sehr gut kostenlos trinken, weil die viele Freunde gewonnen haben an diesem Abend. Das sind so die Vorzüge, wenn man so eine Bar hackt. Das ist how to make friends. Ja, how to make friends, genau. Das ist irgendwie ganz im Grunde lässt sich darauf runterbrechen, oder? Ich glaube ja. Wenn der Barkeeper dein Freund ist, dann ist er, das kann nur Gutes nach sich ziehen. Ich glaube, das ist auch generell eine ganz gute Maxime, glaube ich. Ja, denke ich schon. Be excellent to each other. Du willst also sagen, dass wir eine Minute vor dem Ende... Seriously? Ich habe dieses Ding falsch gestellt. Wir sollen, glaube ich, eine Viertelstunde vorher aufhören. Stimmt das?
prima. Wir haben noch 5 Minuten, wir können noch mal anfangen. Dann machen wir weiter. Aber das kann man darauf runterbrechen, dass wenn der Barkeeper dein Freund ist, dann hast du es soweit ganz, kannst du es nicht so blöd angestellt an der Stelle. Ich möchte jetzt das auch nicht in den Himmel heben, das muss jeder selber für sich entscheiden. Der Himmel ist auch da drüben. Der Himmel ist da drüben, wie auch immer, aber meine Empfehlung wäre, wie gesagt, wenn Sie die Bar hacken wollen, geben Sie sich ein bisschen Mühe, investieren Sie ein bisschen Zeit, so 3, 4, 5 Abende, machen Sie sich beliebt. Nicht Sie. Mist. Das ist der Alkohol, Entschuldigung. gebt euch Mühe. Zu viel Alkohol wird er immer so höflich. Ja, genau. Verfall dann in so antrainierte Zyklen. Sitten. Genau. Wie gesagt, ich glaube, es macht Sinn. Ich glaube, dieses, was sind die wichtigsten Kontakte, die man haben muss, meiner Meinung nach gehört der Bartender auf die Liste von den Top 3 Leuten, die man kennen muss. Ich will dem Rechtsanwalt jetzt nicht zu nahe zu treten, er vielleicht überbewertet, das kann ich alles ergoogeln oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Barkeeper, meine Empfehlung, macht euch Bartender als Freunde. Es soll euer Schaden nicht sein, hat meine Mutter früher mal gesagt. Das wäre so meine. Oder man macht halt so eine eigene Heimbar und dann vielleicht eine eigene Bar. Und genau. Oder so eine Heimbar Podcast. Funktioniert natürlich im privaten Umfeld auch sehr gut. Ja, ja. Ja. Also die Frage, wo die Party die nächste stattfindet, ist immer relativ schnell beantwortet, wenn der eine 400 Flaschen daheim hat. Ne? Das ist dann, ja, das stimmt. Das macht es relativ schnell. Das macht es relativ teuer, aber es ist... Ja, aber da kann man sich so wunderbar reinnörden. Aber auf der anderen Seite... Als ich das erste Mal die Hoshizaki-Eismaschinen-Aktionen gesehen habe, ich muss das für zu Hause haben. Was kostet das Ding? 35.000 und es braucht so viel Kilowatt Strom? Ja, okay, ich kann nochmal auf Sie zurück. Schade. Das wäre so schön. Ja, 35.000 Kilowatt Strom? Nein, 35.000 Euro oder so. Ach so, nee. Das aber auch hier wegen der Alkohol, aber das ist okay. Was? Vielleicht übertreiben. Nein, die Zahlen waren jetzt frei erfunden, weil ich es nicht gemerkt habe. Das ist zu lange her. Ich habe neulich mal so ein Foto gesehen, da hatte jemand zu Hause so eine Hoshizaki und die brauchen so Abwasser. Die Dinger sind ja scheiße und, laut. Und dann steht die so mit so zwei Holzbohlen über der Badewanne, damit das Abwasser so unten rauslaufen kann. Voll praktisch. Du schaffst die Badewanne kannst nie du wieder duschen. Mehr, die Badewanne kannst aber du nicht mehr verwenden, Eis. Aber du hast das beste Eis der Stadt. Ja. Das ist einfach... manchmal Prioritäten muss man, sind wichtig. Genau. Gerade was Bars angeht. Okay, kommen wir noch irgendwie zu einem Fazit oder ich war das? Ich würde sagen, schon? Werdet Poly-Nerds. Ein Nerdtum reicht nicht. Der moderne so Nerd Kommas ist Poly-Nerd. Was? Sind das Kommasätze? Nein, da kann man so schöne Kommas setzen in dem Satz. Sehr gut. So, ja. I like. Okay. Das wäre meine Empfehlung. Also vielen Dank, dass wir hier sozusagen an euch die Message bringen durften. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auch mit den Drinks und vielen Dank an euch. Jetzt haben wir eigentlich gar nichts. Und wenn nicht der andere Alkohol leer ist, wir haben noch 3 Flaschen, wir können noch ein paar Negronis auf die Schnelle machen. Wer Eis und Glas mitbringt, die macht das voll, bis die Flaschen leer sind. Ja. Und die beiden Podcasts. Oh, hier, die Jungs, die uns geholfen. Oh, danke, danke. Ja, 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 Helfer. Hurra. Danke auch an das Sendungszentrum, dass wir hier auf der Bühne sein durften. Jo. Die beiden Podcasts bildungstrinken.com und cocktailpodcast.de. Jawohl, ja. Bitte gerne abonnieren. Wir reden dann noch mehr über Alkohol. Bildungstrinken gibt es jede Woche neu. Immer Samstag. Ja, reiß mich noch mal rein. Danke. Cocktailpodcast gibt es alle. Ich weiß nicht wann. Nein, ja, das ist toll. Gläser, ich höre gerade Gläser. Genau. Helfer-Team, bringt Gläser. Wir müssen euch einen Drink machen. Und dann bringt eure Benutzung. Ich habe noch ein paar hier, warte, komm. Ja, wir haben noch hier. Wenn ihr die Gläser einfach so rüberreichen könnt, das ist das Einfachste. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sie sie nicht selber bedient haben, oder? Ich hoffe doch, dass sie das getan haben. Wenn sie nicht ganz, also wenn ihr nicht getrunken habt, habt ihr was falsch. Ihr habt doch hoffentlich was getrunken. Ich habe noch was. Ja. Da kommt er. Voll Eis. Haben was getrunken, passt. Ja. Hier ist noch Eis. Haben wir noch Eis? Reinmachen? Okay, hol mal die Eiskiste ran. That's it. Danke. Danke. Noch 2.